Salvete und willkommen zurück zu Risen 2. Nachdem wir letztes Mal auf Antigua angekommen sind und uns sogar mit Captain Slane unterhalten haben und mit Alvarez, dem Piratenvater oder irgendwie sowas, naja, zumindest dem Hauptmann, dem Stadtvorsteher, werden wir jetzt zusammen mit Slane auf sein Schiff gehen. Bleib schön an meinem Heck. Genau. Wir werden mit Slane... Die Wände haben Ohren, wenn du verstehst, was ich meine. Du meinst Alvarez? Psst, nicht so laut. Achso, ich dachte, wir gehen aufs Schiff. Anscheinend doch. Genau, und wir schauen mal, was der uns so zu erzählen hat. Weil wir wollen ja den Blutopfer-Dolch haben. Das heißt, das zweite Artefakt. Das müssen wir auch noch tun. Wir müssen auf jeden Fall... Du hast Admiral Alvarez ganz schön verärgert. Der kriegt sich schon wieder ein. Wir hatten einen Deal und ich kann ihn leider nicht erfüllen. Und jetzt pocht Alvarez auf seinen Piratenkodex und will den Dolch mit Gewalt aus mir herauspressen. Warum will er den Dolch? Warum will er das ist mal eine gute Frage. Wer will ihn nicht? Der Dolch ist eine sehr mächtige Waffe. Ja, hoffe ich die doch. Sich in deinem Besitz befindet. Ja, aber ich habe ihn nicht bei mir. Wo ist er? An einem sicheren Ort. Komm mit. Am Hafenkai werde ich dir mehr davon sehr gut erzählen. Denn das wollen wir natürlich wissen. Wir haben eine Schatzkarte bekommen. Das heißt, wir werden heute auf jeden Fall den Schatz heben und ein bisschen mehr Action reinbringen. Weil klar, letztes also, Mal nur... Wo ist der Blutopfer-Dolch? Ich habe ihn versteckt. Nur Text, beziehungsweise nur gelesen, nur Story-Fortschritt. Darum kann ich ihn auch Alvarez nicht geben, auch wenn er noch so brüllt. Wir müssen die See von Mara befreien. Ja, wir müssen ihr die Stirn bieten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ohne den Dolch kann ich mich auch gleich in der See ertränken. Ihre Macht ist sehr groß. Selbst Stahlbart war ihr nicht gewachsen. Das stimmt. Das hört sich ja fast so an, als würdest du sie bewundern. Sie ist nicht nur äußerst grausam. Sie hat auch Kräfte, die unsere Vorstellung übersteigen. Oh ja, das haben wir gesehen. Wenn wir nicht auf der Hut sind, wird sie uns alle aber in ihren Band ziehen und vernichten. Aber wir können Voodoo. Es sei denn, wir wehren uns gemeinsam. Deine Entschlossenheit klingt sehr überzeugend. Aber hast du auch einen Plan? Yep. Ich habe Crow getötet und sein Artefakt an mich genommen. Was denn? Crow ist auch erledigt und du hast sein Artefakt? Yep. Dann sieht die Sache ja schon gleich ganz anders aus. Eben. Warum sagst du das denn nicht gleich? Jetzt weißt du es ja. Das sind gute Neuigkeiten. Ja, und Mara fürchtet die Artefakte. Mit ihnen haben wir vielleicht eine Chance. Ich muss zugeben, das hat einen gewissen Reiz. Ja. Zwei junge Kapitäne stellen sich dem unbarmherzigsten Feind, den die See in diesem Teil der Welt je gesehen hat. Hört sich ziemlich aussichtslos an. Ich bin dabei. Sehr gut. Also. Da gibt es nur leider noch ein kleines Problem. Alvarez. Yep. Ohne Schiffsausrüstung hängen wir hier im Hafen fest. Gut. Wie können wir Alvarez überzeugen? Vergiss es. Der störrische Esel wird uns nicht helfen. Er will den Dolch, auch wenn ich ihm schon 100 Mal gesagt habe, dass ich ihn nicht bei mir habe. Wir müssten die Handwerker in der Stadt dazu bringen, gegen den Willen ihres Admirals zu... Ja, das klingt schon nicht schlecht. Sie müssten uns die Ausrüstung trotz Alvarez Handelsverbot verkaufen. Traust du dir das zu? Na klar. Klar. Das will ich hoffen, denn ich fürchte, Mara ist auf dem Vormarsch. Wir können noch Voodoo. Wenn wir uns nicht beeilen, wird sie uns hier finden und uns ihre Schergen schicken. Du besorgst den Kram und ich führe uns anschließend zu der Insel, wo ich den Dolch vergraben habe. Okay. Also, haben wir einen Deal? Wir haben es gerade eben gelesen. A Deal ist Deal. Ich besorge uns die Schiffsausrüstung. Das ist ein Wort. Abgemacht. Ich warte so lange auf meinem Schiff. Komm zu mir, wenn du alles erledigt hast. Was genau brauchst, was genau brauchst du? Eine neue Kanone und ein paar Fässer frisches Pulver dazu. Bei meiner letzten Schlacht ist mir eine Backbordkanone um die Ohren geflogen. Was noch? Ohne Trinkwasser oder frische Fischfässer werden wir auf See nicht weit kommen. Ach ja. Und einen neuen Steuermann. Steuermann haben wir. Ist das alles? Jedenfalls genug, dass ich es nicht wagen kann, einfach in See zu stechen. Okay. Gut. Ich denke, den Steuermann haben wir schon gefunden. Sehr gut. So, eine Sache noch. Dürfen wir noch was wagen? Ja. Was gibt's? Sollen die Sachen direkt auf dein Schiff geliefert werden? Nein. Wenn sie zum Hafenkai gebracht werden, reicht mir das. Meine Leute werden den Rest. Gut. 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 So, das heißt, wir gehen jetzt erstmal. So, mit Rick, was können wir mit dem machen? Komm schon, ein paar kleine Pulverfässchen. Nein, das kann ich nicht machen. Der Admiral dreht mir den Hals um, wenn ich seinen Befehl missachte. Wie viel? Immer die gleiche Frage. So gut bin ich auch nicht. Okay. Du hängst an deiner Arbeit hier, was? Ich hab nichts anderes. Oh, natürlich würde ich viel lieber auf eigenen Füßen stehen. Glaube ich. Sein. Zu deiner Unabhängigkeit fehlt dir wohl das Kleingeld, ha? Jetzt, wo du es sagst, auf Antigua sollen mehrere Schätze vergraben sein. Heilige haben wir schon. Wenn ich einen davon finden würde, könnte ich mir meine Träume erfüllen.
So, wir gucken erstmal ganz kurz. Moment, 55. So, wie viel haben wir denn? Wir haben einschüchtern. Ritual, Totengut. Einschüchtern 15. Okay, nee, das ist viel zu wenig. Kriegen wir nicht hin. Ich schau mal, ob es hier was zu holen gibt. Echt? Das wäre fantastisch. Ich werde mich revanchieren. Wir haben Danke. Einen Deal. Deal ist Moment Deal. Moment mal, wer sagte hier was von einem Deal? Ich sagte, ich schau mal. Oh, dann bist du also einer dieser Piraten, der nicht nach dem Kodex lebt. Doch. Kodex? Na, der Piratenkodex. Unsere goldenen Regeln. Ein Deal ist ein Deal und solche Dinge. Noch nie gehört? Der oh, Admiral haben wir gelesen. Ein Buch darüber im Haus der Kapitäne. Na schön, du Na hast einen Deal. Du hast einen Deal. Ich höre mich mal nach einem Schatz für dich um. Oh, prima. Ich werde auf dich warten. Okay. So, ich habe da vielleicht was für dich. Wir haben nämlich eine Schatzkarte gefunden. Ich hab da vielleicht was für dich. Am Ende des Strandes im Westen soll ein Schatz vergraben sein. Was? Wirklich? Das ist genau das, was ich wissen wollte. Ich danke dir. Da muss ich mich beeilen. Hoffentlich hat ihn noch niemand gehoben. Wir wollen den heben. Was ist jetzt mit meinen Pulverfässern? Ich werde sie sofort an den Hafenkai bringen lassen, Sir. Sehr gut. Ey, wie geil. Er sagt es halt auch noch. Okay, so, warte mal. Waffen, Antigua, der Schatz. So. Alter, ist der weit weg. Okay, wir laufen so rum, so rum. Okay. Gut. So, wir müssen jetzt nochmal mit dem... Gibt's hier noch was? Sei doch froh, dass du auf Antigua bist. Scarlett, okay. Hallo, schöner Mann. Mit der haben wir noch nicht gesprochen. Kann ich etwas für dich tun? Ja, vielleicht. Lass hören. Wo kann ich was... Oh, hier, das ist wichtig. Wo kann ich in Antigua Vorräte kaufen? Eigentlich hat Admiral Alvarez befohlen, ja, ja, eigentlich. Eigentlich? Nun, jemand wie du findet bestimmt einen Weg, trotzdem Deswegen reden wir gerade mit dir. Auf Antigua bekommt man fast alles, was das Herz begehrt. Fast alles? Was soll das heißen? Richtig, was heißt das genau? Fast alles ist ein dehnbarer Begriff. Kommt das darauf stimmt. an, was du haben willst. Wo gibt's was zu holen? Kannst du mir was beibringen? Was machst du? Wegen der Händler. Der Händler. Woher bekomme ich Probleme? Woher bekomme ich Probleme? Sehr wichtige Frage. Größere Mengen bekommst du im Hinterland von Antigua. Frag lieber Bill. Er kennt sich dort besser aus. Du findest ihn sehr in gut. der hinteren Stadt aus. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Sei doch froh, dass du auf Antigua bist. Es gibt so, kaum ein Schiff, das jetzt? Mit wem so wollten wir reden? Moment, Moment, Moment. Ist der hier? Morgen, gell? Ja. Ich denke, mal Job für dich. Einen Job für dich. Was jetzt? Schmeißt du deinen Steuermann raus? Nein, Mann. Nicht. Aber Slane. Moment mal. Ich soll doch wohl nicht etwa bei Slane anheuern. Ach komm schon. Ja, richtig. Wie bist du denn nur so schnell darauf gekommen? Verscheißern kann ich mich allein. Hä, warum? Auf dem Kahn von Slane sterben sie wie die Fliegen, sagt man sich. Da würde kein Schwein freiwillig anheuern. Toll. Wie kann ich dich zu einer Heuer auf Slanes Schiff überreden? Ich werde keinen Fuß auf seinen Kahn setzen, Captain. Nenn mir deinen Preis. Nee, lass mal. Gold geht's mir nicht. Ich hab ne viel bessere Idee. Ah, das klingt nicht gut. Wir jetzt einen kleinen Wettkampf ausfechten. Was? Ja, wenn du gewinnst, heuer ich bei Slane. Saufen? Und Saufen was ist, wieder? Wenn du gewinnst? Dann wirst du dir freiwillig die Fresse polieren lassen, für die Frechheit, mir Slane anzuwollen. Geil. Ey, diese Piraten. Das sieht ihr hin. Nächster, ihr werdet nicht... Ach so, ja, okay. Wie sind du dabei? Ich bin dabei. Das höre ich gerne. Also... Soll ich dir die Regeln Ja, erklären? Mann, erklär mal. Erklär mir die Regeln von deinem Wettkampf. Zuerst klopfen wir uns ein bisschen gegenseitig auf die Leber, bis einer gewinnt. Als nächstes musst du meinen Rekord im Rumkrügel leersaufen schlagen. Zu guter Letzt darfst du beim Flaschenschießen nicht weniger Treffer landen als ich. Ein Triathlon. Verstanden. Machen wir. Okay, lass uns anfangen. Okay, lass uns anfangen. Alles klar, auf geht's. Zuerst das Duell. Eine Sache noch dazu. Wenn du abhaust, zählt das als Niederlage. Also dann, verteidige dich. Komm zur Sache. Okay. Zeig's ihm. Hey. Oh. Nein. Oh, der ist brutal stark. Aber wir haben wieder eine Fluchpuppe, von daher die werden wir auf jeden Fall benutzen. Vorher nochmal ganz kurz auf mal die Fluchpuppe anlegen. Moment, Ausrüstung, rechte Hand, Fluchpuppe. Können wir uns die auf 4 legen? Okay, sehr gut.
Jetzt geht's nochmal. Lass uns anfangen. Okay. Alle zu eine Sache. Also. Merchu. Ui. So. Das ist das Ziel. Oh, der macht immer noch Damage. Krass, wieso macht er so viel Schaden? Jetzt kommt Pech angelaufen. Okay, sehr gut. Zack, nimm das. So, wir nehmen mal ein bisschen Proviant. Alter. So, jetzt aber. Ey, die Fluchpuppen sind richtig, richtig geil. Okay. Wir haben es geschafft. Den haben wir platt gemacht. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch mehr. Das war ein guter Kampf. So, mehr saufen als er. Das Duell. Jetzt wird gesoffen. Jetzt wird gesoffen. Auf geht's. Oh Mann. Erstmal die Kleinen, gell? Los geht's. Gut gemacht. Gut gemacht. Gewonnen. So, jetzt kommt Schießen. Ja. Jetzt wird geschossen. Du musst mehr Treffer. Die Frage ist, müssen wir jetzt immer... Siebenmal! Oh, Mann. Eins. Zwei. Jawohl. Nein! Drei. Okay. Schieß doch! Vier. Nein. Mehr Glück beim nächsten Mal. Es hat so gut angefangen. Es hat so gut angefangen. Naja, wir probieren es nochmal. Das mit dem Saufen war ja nicht so wirklich das Problem. Los geht's. Oh nein. Nein. Jawohl. Ach komm schon. Noch mal versuchen? Oh, ernsthaft? Ja. Du. Na, das wollen wir ja auch nicht. Willst du es noch mal versuchen? So, dann versuchen wir es halt noch mal. Das große Problem, was wir halt haben, wir können nicht zwischenzeitlich abspeichern. Weil saufen haben wir schon auf Takarigua gemacht. Da sind wir gut. Oh, sind das viele kleine Flaschen. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Los geht's! Eine brauchen wir noch. Scheiße. Achtung. Gut, sehr gut. Okay. So, jetzt kommt das große Problem. Schießen. Ja, und wir können halt nicht zwischenzeitlich abspeichern. Das nervt halt, weil im Saufen sind wir gut. Im Schießen, hat man ja gesehen, sind wir nicht so der Burner. Oh, eins. Sehr gut. Nee, no chance. Schieß doch. Nö. Jetzt schieß endlich. Kanon cool, wichtig. Wenn du keine Lust hast zu schießen, habe ich keine Lust zu werfen. So, der Wettkampf ist vorüber. Wollen wir doch. Das Duell hast du gewonnen. Ja. Beim Saufen hab hast ich du gewonnen. Mich unter den Tisch gesoffen. Punkt für dich. Das Schießen lief nicht so gut bei dir. Ich halte weiterhin den Rekord. So, du gewinnst den Wettkampf. Ah, wir haben den gewonnen. Sehr gut. Ich hab dich geschlagen. Wir mussten nur 2 von 3 machen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Als hätte ich verloren, was? Yep. Oh Mann, na gut. Ich werde bei Slane anheuern. Ich hoffe nur, dass er mich nicht gleich nach dem ersten Boden an die Haie verfüttert. Okay, sehr, sehr, sehr gut. Ich muss mich jetzt verabschieden. Gute Reise, Steuermann. Gute Reise, Steuermann. Ja, wünsche ich dir auch, Captain. Ich melde mich bei Slane, sobald ich meine 7 Sachen zusammen habe. Sehr gut. Sehr gut. Wir sehen uns auf See. Wir sind schon voll drin. Das ist so geil. Das ist so, so, so gut. Okay. So, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt einfach mal gegen Donovan. Mal gucken, wie das so läuft. Was haben wir zu verlieren? Ich bin bereit. Ach, Treffer, ey, das ist so krass. Okay, wir versuchen es. Konzentration, volle Konzentration. Oh Gott, was war das denn? Schieß doch! Eins, sehr gut. Zwei.
Total daneben. 3. Ah, die hätten wir vielleicht bekommen. Schieß doch! Kanonenkugel? Nein. 4. 5. 6. Noch 2. 7. Noch 1. Oh, das war nix. Schieß doch! Nein! So knapp! So knapp! Schade, schade. Naja, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen es auf jeden Fall nochmal. Ich bin im Atom. Let's go. 1. 2. Sehr gut. 3. Wir werden besser. 4. 5. 6. 7. Noch 1. 8. Oh Gott. Wir haben noch mehr Chancen. Oh Gott, noch 1. Nee, Kanonenkugel. Oh Gott. Schieß doch! Worauf wartest du? Schieß endlich! Aber 8 Stück! Wir haben es geschafft! Sehr gut! Ah, wie war das? Sacre bleu! Das ey, so ein Glück kann man haben. Sehr, sehr, sehr gut. Für euch. Ja, danke. So, verkauf mir die na, ey, aber jetzt will ich die kostenlos bekommen. Gut. Ihr mein Angebot. Ach komm schon. Bedenkt dabei, dass ich mich nur schwer davon trennen kann. Doch wie ich euch einschätze, werdet ihr euch das. Ich habe das Gefühl, können. Dass es sehr teuer wird. Oh, 1000? Ja, nehmen wir. Ich hole sie für euch. Sie liegt in meinem Lagerraum. Un moment. Un moment. Ey, wir haben es geschafft. Sehr gut. So. Hier. Ich hoffe, die ist auch gut, die Pistole. War mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen, mein Kapitän. Okay. So, Moment. Wir gucken erstmal drauf, was das kann, die Pistole. Achtung, Wilsons Pistole. 65. Wir haben 1000 dafür bezahlt. Lächerlich. Obwohl, Nachladezeit. 15 Sekunden nur. Pistole plus 15 und dafür 5 mehr Schaden. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Trade ist. Von daher, naja, wir gucken, was wir dem sonst noch verkaufen können. Sehr gern, mon Kapitän. Wir haben doch nämlich einiges, was wir mittlerweile verkaufen können, oder? Korsanschwert, altes Schwert, die ganzen Sperren, die Gaganüsse, Krummdolch. Das behalten wir erstmal. Trank des Rituals der Ehrfurcht. Einschüchtern plus 18. So, was haben wir denn hier noch? Warzenschweinfell. Das können wir abgeben. Oh, die Muscheln können wir abgeben. Sehr gut, aber so das wollte ich verkaufen. Genau. Oh, sehr gut. Ey, wir haben wieder einiges an Kohle bekommen. Und, okay. So, das heißt, wir können jetzt Wilson das zurückgeben, aber wir werden erstmal schlafen gehen. Ey, wir haben es geschafft. Ich bin so glücklich, dass wir das echt geschafft haben. Ich denke, wir können schnell hier reingehen und einfach mal alles klauen. Die Frage ist, war die Pfeife gerade ein legendärer Gegenstand? Moment. Wo sind die? Wo sind die? Seekarte, Logbuch, Charaktere, laufende Quests, Inventar. Hä, wie ging das nochmal? Charakter. Ah, hier, Sammlung. Meerschaumpfeife. Nee. Nee, leider nicht. War wahrscheinlich nur eine normale Pfeife. Hast du schon gehört, Pfeife. Dass er seine Pistole verspielt hat? Tatsächlich. Ja, haben wir gehört. Und wir haben sie wiederbekommen. Das heißt, der gute Wilson kriegt jetzt von uns seine Pistole wieder. In der Hoffnung, dass der uns über 1000 Gold gibt. Aber ich meine, es geht doch teilweise um den Ruhm. Von daher, ja, das müssen wir hinkriegen. Die Frage ist nur, wo ist Wilson? Aber, so, Kistenschlepper, hier waren wir. Wilson, der Schmied, stimmt. Es sieht hier nach einer Menge Arbeit aus. Das ist es auch, mein Junge. Sag, was du willst und dann gib bitte wieder. Ich habe noch viel zu tun. Wir haben deine Pistole. Oh, für stimmt, eine Kanone brauchen wir auch. Richtig, Finger richtig. Weg. Ah, deswegen müssen wir die zurückgeben, damit wir die Kanone... Schlaubi. Okay. Können wir nicht mal eine Ausnahme machen? Nix da, da kann ja jeder kommen. Die Anweisungen des Admirals sind eindeutig. Ja, ja, aber wir haben ist was dieser neue Captain, in der Tasche. Ja, richtig. Sieht man mir das an? Das auch. Aber vor allem wird über dich geredet.
Tatsächlich. Und was erzählt man sich so? Die meisten hier glauben, dass du nicht... Ja, werden wir sehen. Werden wir sehen. Weil sie meinen, ich sei noch zu jung für ein Kommando? Nein, weil du zu neugierig bist. Du steckst deine Nase in zu viele Angelegenheiten. Und? Sowas ist noch niemandem gut bekommen, glaub mir. Ja, ja. So. Was muss ich tun, damit du mir trotzdem etwas verkaufst? Ich will dir nichts verkaufen. Aber wenn du fragst, was du tun kannst, sorge dafür, dass Kapitän Slane und Admiral Alvarez endlich die Streitigkeiten beenden. Sie sollten sich lieber überlegen, was als nächstes zu tun ist, anstatt sich zu bekämpfen. Und wie soll ich das deiner Meinung nach anstellen? Da bin ich der Kapitän oder du? Lass dir was einfallen. Wir sind da dabei. Na schön, du hast gewonnen. Also, wie viel? Das ist keine Frage des Goldes, mein Junge. Es ist eine Frage der Ehre. Okay. Vermisst du deine Pistole? Vermisst du deine Pistole? Was? Woher weißt du davon? Naja, weil sie hier ist. Ich weiß, wo sie jetzt ist. Dann raus mit der Sprache, Elender. Ich warne dich. Der Admiral soll dich am nächsten Mast aufknüpfen, wenn du mich verärgerst. Oh. Meine alte Pistole ist mir sehr wichtig. Okay. Wir speichern kurz. So. Du hast Donovan wohl ziemlich verärgert. Der arrogante Arsch erpresst mich. Er behauptet, dass ich ihm Gold schulde. Und? Stimmt das etwa nicht? Das kann man sehen, wie man will. Er will erst das Gold, bevor er mir meine Pistole, die ich ihm zur Reparatur gab, zurückgibt. Was heißt von Captain Slane? Bla 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 bla. Hier, ich bringe deine Pistole zurück. Deine Pistole zurück. Und dafür wollen wir eine Kanone haben. Meinst du? Ich glaube nicht, dass Donovan sie dir freiwillig herausgibt. Ja, kostet ein bisschen was, aber. Wenn er hört, dass du sie mir bringen willst. Hier ist deine Pistole. Hier ist deine Pistole. Frisch vom Büchsenmal. Zeig her. Oh, mein Prachtstück ist endlich. Wir haben nur 100 Ruhm bekommen, das ist ziemlich mies. Ich stehe tief in deiner Schuld. Jetzt werde ich das gute Stück aber nicht mehr aus der Hand geben, das schwöre ich. Okay, so. Ich habe dir geholfen, jetzt bist du an der Reihe. Na gut, ich werde dir einen Gefallen tun. Was willst du? Kanone, haben wir schon drüber gesprochen. Ich brauche Kanonen. Gut, ich werde dir eine Auswahl zum Hafenkai liefern. Sehr gut. Da kannst du sie dir aussuchen. Und wehe, du meldest es dem Admiral. Ja, das ist gut. Werd mich hüten. Okay. Und jetzt? Ja, mach du deinen Kram. Ich bin schon weg. Gut. Aber wir sind noch nicht weg, weil was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Wir gucken mal, was du hast. Was er hat. Oh, der Kapitänssäbel. Ist besser. Alter, wieso ist das so teuer? 1500. 30 bis 65, 20 Piraten durch. Bauplan für das Schwert des Kapitäns. Kostet genauso viel, Kapitänssäbel. Jo, der Kapitänssäbel ist ein bisschen stärker, aber der kostet immens viel. Ne. Das machen wir nicht. So, was machen wir jetzt? Wir holen uns den Schatz. Noch ein bisschen Zeit haben wir, von daher auf geht's zum... Wo ist das Bild? Da ist ein Äffchen. Was für ein Äffchen ist das? Ist das ein Äffchen, das man... Ist das ein Kampfäffchen? Nein, das ist ein normales Äffchen. Blutwurzel. So, was haben wir hier? Oh, sieht aus wie das Schafott. Huch. Alter, Kiste verschlossen. 90. Krass. Was ist das? Ah, das ist das Haus von Alvarez. Okay, sehr gut. Hier ist uns noch was. Nö. Gut, beim Dorfausgang ist Bill, mit dem müssen wir reden, wegen dem Proviant. So, Kanonen haben wir erledigt. Wir haben den Steuermann geholt. Jetzt brauchen wir nur noch Proviant. Das ist... Wo war der? Hä? Der stand doch hier irgendwo. Ah, da ist er. Ist das Bill? Hey, ja. Moment mal. Sehr gut. Das ist hier wohl der Aufpasser. Du siehst nicht nach einem Kistenträger aus. Das Hinterland von Antigua ist gefährlich. Also pass auf, wo du hingehst. Ich komm dich nicht... Wir haben Patty dabei. Ich bin noch nicht... Was ist draußen so gefährlich? 50 Silberzungen hat er. Ich glaube, wir haben keinen Überzeugungstrang. Leider. Hässliche. Die kommen aus dem Meer hier ans Land und machen mir das Leben schwer. Wenn du einen Spaziergang machen willst, geh lieber über den Blutschwurplatz. Okay, wir gucken mal ganz kurz, wie viel haben wir denn?
Charakter, Attribute. Hier, Silberzunge 32. Das heißt, mit einem 18er Trank hätten wir dann doch genug. Die Frage ist nur, haben wir so einen Trank der Ehrfurcht, Trank der Klingen, Ritual, Einschüchtern? Ne, wir haben gar keinen Trank. Schade. So, von dem brauchen wir jetzt die Kisten. Natürlich. Ich habe mein ganzes Leben hier verbracht. Woher kriegen wir Proviant? Wir haben genügend Proviant, aber trotzdem. Der Kerl meint Maras Viehzeug. Ich muss höllisch aufpassen, dass nicht mal eins in die Stadt kommt. Früher gab es wesentlich entspanntere Zeiten. Okay. Erzähl mir was über das Hinterland. Etwas weiter hier geradeaus gibt es eine Quelle, an der die Wasserträger arbeiten. Sehr gut. Am Oststrand fischen die Fische. Da müssen wir hin. Am Weststrand hält der alte Mac nach Schiffen Ausschau. Und sonst gibt es hier und da ein paar Höhlen, Pflanzen und Viecher. Der Klassiker. Verstehe. Was meinst du, warum diese Viecher hierher kommen? Man sagt sich, wir seien alle verflucht. Ja, so ein Gefühl haben wir auch. Einen fiesen, schlafenden Hund geweckt. Das stimmt. Ich habe schon ein paar richtig ungemütliche Kreaturen gesehen, das kannst du mir glauben. Und sie kommen immer zu den Menschen, als wenn sie genau wüssten, dass wir ihre Feinde sind. Gruselig, sag ich dir. Okay. Hä? Wir wollten, was müssen wir tun? Wir müssen den doch jetzt... Was gibt's hier immer zu tun? Und wenn nicht, dann genieße ich einfach die Sonne. Die Sonne. Es regnet, es blitzt. Oh Mann. Die Welt retten. Die Welt retten? Ja. Warum? Auf Antigua kriegst du, was du willst. Und zurzeit habe ich auch genug zu tun. Ich bin froh, dass der Admiral mir diesen Posten gegeben hat. Ich brauche Sonne, Rum und meine Ruhe. Sonst nix. Mit dem müssen wir doch eigentlich reden, damit wir ein bisschen was bekommen. Er ist direkt neben dem Haus der Kapitäne. Früher wurde dort die Aufnahme neuer Piratenkapitäne. Oder wir müssen jetzt zu den Fischern und den Wasserträgern selbst. Wurden dort auch entehrt. Eine Entehrung endete vor unserer Zeit nicht selten mit dem Tod. Heute ist der Platz allerdings verwildert und dient den Jungs, um ihren Rausch auszuschlafen. Okay. Nö, interessiert ihn nicht. Das heißt, wir müssen tatsächlich weitergehen. Und mal gucken. So, endlich mal Feinde. So, wir müssen mal wieder hier... Endlich mal wieder eine Folge, in der wir wenigstens ein paar Feinde platt gemacht haben. Auch wenn es nur die Affen sind, spielt keine Rolle. Krallen und Zähne erhalten, sehr gut. Oh. Da haben wir es, die Wasserträger. Okay, gut. Aber wir machen hier wieder den nächsten Cut. Und in der nächsten Folge werden wir zunächst einmal mit den ganzen Wasserträgern reden. Wir werden mal versuchen, Proviant zu bekommen. Also Wasser und Proviant. Das sind die beiden Sachen, die uns noch fehlen. Von daher mal schauen, was die so zu erzählen haben. Hier ist die Quelle. Also sieht schon mal sehr, sehr, sehr gut aus. Von daher gucken wir mal, dass wir alle Aufgaben erledigen und endlich mal den Schatz auf Antigua heben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.